Ja, hurra, der Propeller 2 ist da. Wer hat schon etwas von dem Propeller 2 gehört? Darf ich da mal um Handzeichen bitten? Ich sehe eine physikalische und zwei Touchhändchen. Jörg auch. Aha. Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Dann legen wir mal los. Die Firma Parallax. Der Firmengründer heißt Chip Gracie, welch ein Zufall. Es ist eine kleine Firma, 20 Mitarbeiter wuseln dort rum und das Geschäftsfeld ist wohl primär Hard- und Software für den Ausbildungssektor und für Hobbyisten zur Verfügung zu stellen. Und in den Anfangstagen ist die Firma Parallax bekannt geworden durch ihre Basic Stem. Das ist eine kleine Platine mit einem recht fixen Prozessor drauf, die Basic ausführen kann. Hat Chip Gracie dann den Propeller auf den Markt gebracht, der also jetzt, weil es einen zweiten, also ein Propeller-Nachfolgemodell 2 gibt, Propeller 1 genannt wird, zur Unterscheidung. Und der Chip Gracie hat diesen Chip alleine entwickelt und auch produzieren lassen, was ich sehr erstaunlich finde. Ja, es ist ein 8-Kern-Prozessor, wo bei jeder Kern 80 Megahertz schnell getaktet werden kann. Er hat 32 Kilobyte RAM, genauso viel ROM. In dem ROM ist die Programmiersprache Spin enthalten, die Chip Gracie natürlich auch mal eben erfunden hat, um diesen Chip optimal zu benutzen. Es ist eine objektorientierte Sprache, die die 8 Kerne des Prozessors sehr gut aus nutzen kann. Dann hat er noch einen eigenen Zeichensatz entwickelt und ein Cortex-Solver ist auch noch dabei. Das Besondere oder eine der Besonderheiten an dem Propeller ist, er hat keine Peripheriegeräte eingebaut. Das wird alles in Software erledigt. Und das ist sehr mächtig, weil dadurch keine Grenzen gesetzt werden, hätte ich jetzt fast gesagt. Man kann alles, was man sich wünscht, per Software erledigen, solange natürlich die Geschwindigkeit ausreicht, das ist logisch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein SPI-Interface mit 11 Bits bräuchte, warum auch immer, kein Problem. Der Chip hat 32 I/O-Pins und keine Interrupts. Und dann sagen viele Leute, wie, Mikrocontroller ohne Interrupts? Da halte ich überhaupt nichts von. Also Interrupts braucht man doch immer. Kennt man ja gar nicht anders. Aber wenn man bedenkt, dass der Chip 8 Kerne hat, dann kann man jeden Interrupt-Task oder nicht jeden, natürlich sind die 8 Kerne auch irgendwann aufgebraucht, aber man kann viele Interrupts vermeiden, indem man einen Kern zur Verfügung stellt, der diese Arbeit erledigt. Er hat 32 Kilobyte RAM und die werden beim Booten gefüllt von einem externen EEPROM. Das wird also rüberkopiert und dann halt ausgeführt. Oder man kann fürs Development direkt eine serielle Schnittstelle anschließen und kann den Chip dort mit dem Programm füttern. Was ich auch sehr erstaunlich finde, dass bis heute kein Fehler des Chips bekannt geworden ist. Das heißt also, das Ding funktioniert, tja, fehlerfrei. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja auch kein Wunder, die meisten Fehler stecken ja in den Peripheriegeräten und die sind ja nicht vorhanden in dem Chip. Aber ich weiß nicht, ob das der Leistung von Chip Gracie gerecht wird. Wenn man Insbesondere der Interrupt. ja, die Interrupts sind fehlerfrei, genau. Man bezahlt für
für einen Chip 7,50 Euro in Einzelstückabnahme. Ja. Das ist das Blockdiagramm des Propeller 1. Da gehe ich jetzt mal nicht im Detail drauf ein, aber man sieht die 8 Kerne und hier unten in dem Bereich sieht man das Hub. Das ist ein Round Robin, der die 8 Kerne nacheinander versorgt mit den 32 Kilobyte Hauptspeicher. Jeder Kern hat auch nochmal, wenn ich mich recht entsinne, 2 Kilobyte lokalen Speicher. Und eine Besonderheit ist auch, dass jeder Kern auf alle 32 IO-Pins zugreifen kann. Das wird also über eine Gatterlogik priorisiert und bedingt dadurch auch, das ist vielleicht ein Detail, dass die Laufzeiten unterschiedlich sind. Das heißt also, wenn man kritische Signale hat, die synchron laufen müssen, muss man sich überlegen, welche Kerne man für welche Aufgaben einsetzt. Aber das nur am Rande. So, kommen wir zum Propeller 2. 13 Jahre Entwicklungszeit, das ist heftig. Und das Ding ist ein Mammutprojekt gewesen. Und irgendwann hat Chip Gracie gesagt, ich hole mir die Hilfe der Forumsgemeinschaft, die immer schon sehr aktiv war bei Parallax, und lass die mitspielen bei dem Projekt. Und ich versorge die mit Verilog-Dateien und sie können dann auf ihren eigenen FPGAs schon mal die Entwicklerversion des Propeller synthetisieren und sozusagen da schon mitspielen und mitentwickeln. Es hat sich im Laufe der 13 Jahre irgendwann der Begriff Chipmess gebildet und das war die Hoffnung, dass es zu Weihnachten irgendwo, also dieses Jahr Weihnachten dann immer den Chip unter dem Weihnachtsbaum geben würde, was sich dann aber viele Jahre nicht bewahrheitet hat. Aber 2018 gab es die ersten Samples und dann war tatsächlich Chipmess. Und die ersten Prototypen des Chips sollten 16 Kerne haben. Davon musste Chip Gracie aber abgehen, weil der Energieverbrauch zu hoch gewesen wäre. Und ja, jetzt hat das Ding 8 Kerne mit jeweils 180 Megahertz Leistung und mit Overclocking kann man bis zu 300 Megahertz erreichen. Dann wird der Chip aber sehr warm. Er hat auf der Unterseite eine Kühlfläche und die Wärme muss sehr gut abgeführt werden, sonst überhitzt er dabei. Aber nicht bei 180 Megahertz. Ein Kritikpunkt bei dem Propeller 1 war, dass er nur 32 Kilobyte RAM hat. Das bedeutete, dass einige Projekte mehrere dieser Propeller 1 verwendet haben, die dann zusammengearbeitet haben, nur um halt die Speichergrenze zu überwinden und auch natürlich um mehrere Pins dann zu haben. Also wie gesagt, der Chip hat 512 Kilobyte RAM und 16 Kilobyte ROM. So, die Peripherie kann auch in Software gestaltet werden. Der Chip hat 64 Pins, die Chip Gracie Smart Pins nennt. Und wir werden gleich sehen, was er damit meint. Der Chip kann HDMI-Video erzeugen. Der Propeller 1 konnte VGA und Analog-Video erzeugen. Der Propeller 2 bootet von SPI-Flash oder von SD-Karte und kann natürlich, wie der Propeller 1, auch direkt über die serielle Schnittstelle mit einem Programm versorgt werden. Chip Gracie rechnet damit, dass der Chip, wenn er voll etabliert ist und ausgeliefert werden kann, um die 12,50 € kosten wird. Aber das sind ungesicherte Zahlen. Es kann sich noch leicht verändern in die eine oder andere Richtung. Nicht erschrecken, das ist die Liste der Fähigkeiten, die jeder einzelne der 64 Smart Pins hat.
Das heißt also, jeder dieser Pins kann oder hat Hardware eingebaut, die diese Geschichten möglich machen. Und wir überfliegen das jetzt mal kurz. Es gibt Digital-Analog-Konverter an jedem Pin mit verschiedenen Betriebsmodi. Es gibt Analog-Digital-Wandler an jedem Pin mit unterschiedlichen Betriebsmodi. Es gibt die üblichen Schmidt-Trigger, Eingänge oder auch Komparatoren und 8-Bit-Level-Komparatoren. Es gibt Eingangsfilter in unterschiedlichen Bitgrößen und einige Sachen, die habe ich selbst noch nicht durchschaut. Da muss man sich richtig einlesen. Und die Dokumentation ist auch noch in einem frühen Stadium. Die wird also auch regelmäßig erweitert. Ja, er hat verschiedene Treibermodi, um EMV halt abzudecken. Also das heißt, wenn ich langsamer schalten kann, dann habe ich weniger EMV-Belastung, die Flanken sind nicht so steil. So, dann gibt es halt an jedem Pin ein NCO, einen numerisch kontrollierten Oszillator. Und die Dinger sind echt gut. Also ich hatte mal ein Projekt, da habe ich einen 6502 aufgebaut auf einer Schaltung und mit 5 Volt lief der Quarzoszillator, der Hauptoszillator mit 3,5 Megahertz und der Uhrenquarz, die liefen okay. Aber ich wollte den mit 3,3 Volt betreiben und dann sind die Oszillatoren nicht mehr angesprungen. Und es war Wochenende und ich habe keine anderen Oszillatoren zu Hause gehabt und habe gedacht, tja, jetzt kommst du da nicht weiter. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja einen Propeller habe, also den Propeller 1 ja damals. Und habe dann den numerisch kontrollierten Oszillator so programmiert, dass er die 3,5 Megahertz ausgegeben hat und auch die Frequenz für den Uhrenquarz ausgegeben hat und konnte so an dem Wochenende an dem Projekt weiterarbeiten. Und ich habe von dem Propeller 1 nur ein Achtel der Fähigkeiten gebraucht. Das heißt also, ich hätte noch 8 andere 6502 Platinen mit Takt versorgen können dadurch. Also die Propeller, die sind auch sehr gut, um halt andere Schaltkreise zu unterstützen. Ja, Dreieck- und Sägezahnausgänge gibt es, PWMs natürlich in verschiedenen Bitbreiten und Quadratur-Dekodierung gibt es, USB, Full Speed an jedem Pin, man braucht ja immer ein paar, das heißt also, theoretisch wären wohl 32 USB-Ports möglich. Synchrone Datenübertragung, also SPI und I²C, sind an jedem Pin möglich mit 1 bis 32 Bits und bis zur halben Baudrate. Die Baudrate kann bis zur halben Clockrate sein. Das heißt also, wenn ich den mit 300 Megahertz übertakte, dann habe ich 150 Megabaud. Ja. Da muss ich natürlich auch irgendwas haben, was die Daten dann empfangen kann. Und das Gleiche gibt es auch nochmal für asynchron, also das heißt für die standardserielle Schnittstelle zum Beispiel. Und da sind halt Raten von einem Drittel der Clockrate möglich. So, die Firma Parallax hat dann ein Evaluierungsboard mit einem Engineering Sample von dem Chip herausgebracht und die Revision A, die habe ich leider nicht bekommen, weil da gab es nur 100 Chips von und die Boards haben natürlich die Leute bekommen, die aktiv im Forum an dem Chip mitentwickelt haben. Und ich habe während der Jahre immer nur heimlich mitgelesen und habe dann nicht wirklich aktiv teilgenommen. Genau. Aber dann, im November 2019, da gab es halt die Revision B und da habe ich zugeschlagen
und habe mir halt auch so ein Teil bestellt. Und ja, genau. Die Daten hier müssen wir wahrscheinlich nicht mehr so genau durchgehen. Das ist halt das, was auf der Platine ist. Also hier oben ist der Seriellwandler-Chip. Dann hier ist der Micro-SD-Karten-Slot. Darunter ist der SPI. Dann gibt es hier verschiedene DIP-Schalter, wo man Modi einstellen kann, wie er booten soll, ob er vom SPI booten soll oder von der SD-Karte booten soll. Genau. Hier an den Seiten sind die 64 Pins rausgeführt, an die man passende Adapterkarten anschließen kann. Und hier in der Mitte ist halt der Propeller 2 an sich. So, genau, das war die Geschichte. Und jetzt habe ich natürlich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich habe hier eine Platine, also die Platine habe ich hier auf dem Tisch liegen. Jetzt ist es natürlich etwas schade, dass ich kein Video habe, aber ich wollte euch doch mal zeigen, wie man diese Platine in Betrieb nimmt. Dazu muss ich noch mal umschalten. So, nochmal die Frage an die Regie. Sieht man etwas? Ein grünes Terminal zum Beispiel. Sehr gut, danke. So, ich habe die Platine auf dem Tisch liegen. Die serielle Schnittstelle ist angeschlossen und ansonsten ist der Chip jungfräulich. Da ist also kein Programm drauf und nichts. So, dann drücke ich jetzt mal die Reset-Taste. Und gehe mit einer Tastenkombination in den Bootloader hinein. Und die Tastenkombination war dazu da, dass die Baudrate vom Bootloader abgefragt werden konnte und hat sich dann synchronisiert auf meine 115 Kilo Baud. Ja, und da ist jetzt so ein Ding gestartet. Da steht Cold Start, Parallax P2, Tacos. V1.1, V33 Hex vielleicht, ein Datum und so eine Eingabezeile. Keine Ahnung. Okay, habe ich schon mal gesehen irgendwo. Das soll doch wohl nicht etwa. Ich probiere mal was aus. Ui, tatsächlich. In den 16 Kilobyte des ROMs ist tatsächlich ein Force eingebaut. Das ist doch sehr erstaunlich. Und warum ist da ein Force eingebaut, könnte man sich ja fragen. Das hatte schon lange keiner sich mehr getraut. Das ist so zustande gekommen. Der Peter Jackacki, das ist der Entwickler von Tacos, so nennt er seinen Force. Also Tacos, wie Australien, not Austria. Er ist Australier und ja, hat sich da irgendwie drin verwirklicht. So, und wenn man sich mal die Liste anguckt, das Ding kann einiges. Und das Force ist ja besonders gut geeignet, um auf die Hardware von Chips zuzugreifen. Dafür ist es ja auch mal irgendwann entwickelt worden, um richtig, richtig unten Bare Metal zu sein. Und hier in diesem Chip kann das Force voll seine Fähigkeiten ausnutzen und kann den Chip gut supporten. Und ja, man kann also interaktiv
alles Mögliche an diesem Chip kontrollieren. Wenn man mal hier unten guckt, da sind eine ganze Menge SD-Karten Worte aufgeführt. Also man kann eine SD-Karte gut bewirtschaften mit einem Filesystem drauf. Dann gibt es Befehle, wie man diese hunderten, hätte ich jetzt fast gesagt, hunderte von Funktionen der Smart Pins ansprechen kann. Also wenn man ein Projekt hat, wo man mal eben 3 Pulse von 100 Mikrosekunden braucht, dann kann man das mit einer Zeile Force programmieren. Das ist alles schon eingebaut. Und das finde ich sehr erstaunlich. Also ich bin da noch lange nicht durchgestiegen. Ich bin erst bei den Anfängen. Also diese ganz einfachen Geschichten halt, die Carsten gestern, also den Workshop, den Einsteiger-Workshop von Carsten, den könnte man auf diesem Chip auch durchführen. Ja. 1, 2, 3 plus mal zum Beispiel. Ja. So ähnlich haben wir das gestern ja gesehen. Die Stack-Anzeige ist in Hexadezimal und in Dezimal standardmäßig. Hat sich der Peter so ausgedacht. Und das Force ist natürlich angepasst auf den 8-Kerner und hat so seine Eigenheiten. Das heißt, der Peter hat da auch seine eigenen Vorstellungen gut verwirklichen können oder hat das auch gemacht. Das kennt man ja von Forcern, dass wenn sie losgelassen werden, dass sie ein Force bauen, was komplett zugeschnitten auf die eigenen Bedürfnisse und ja, des Force-Entwicklers sind halt. Deshalb ist dieses Force auch irgendwie nicht so richtig standardkonform. Also nicht nur nicht so wirklich richtig, sondern es weicht in einigen Sachen ziemlich ab. Wir können ja nochmal eine Schleife programmieren. Wie gestern auch. Gestern gab es ja eine Schleife 101. 1, du, I, Space, Loop. So, jetzt werden Forescanner sagen, aber halt, Wolfgang, das geht doch nicht. Kontrollstrukturen sind compile-only. Die müssen halt kompiliert werden und da muss man halt ein Wort bauen für. Das wird also intern erledigt. Das ist also hier nicht nötig. Es ist eine Besonderheit, denke ich, von diesem Chip. Und das bedeutet halt, man kann alle möglichen Geschichten halt so ausprobieren. Ich hätte jetzt ja gerne ein Blinkprogramm gestartet. Ich sehe natürlich die Leuchtdiode dann blinken. Ihr leider nicht. Ihr müsst mir dann vertrauen, dass sie wirklich blinkt. Aber wenn ich die Leuchtdiode an Pin 56 zum Blinken bringen will, dann tippe ich ein 56 Blink. So, jetzt blinkt die Leuchtdiode mit 2 Hertz. Das ist standardmäßig so eingestellt. Wenn ich jetzt sage, ach, das ist mir zu wenig, dann gebe ich ein 10 Hertz. Dann blinkt sie mit 10 Hertz. Und wenn ich jetzt sage, jetzt ist gut, dann gebe ich einfach ein Mute. Dann ist Schluss. Dann hört sie auf zu blinken. Das heißt also, und so geht das konsequent weiter mit allen Geschichten. Das heißt, die Hardware zu kontrollieren und die Smart Pins mit ihren Eigenschaften zu kontrollieren, ist wunderbar einfach bei diesem Chip. Also er lädt förmlich zum Experimentieren ein und man kann sich darin verlieren. Ja, dann bin ich da erstmal durch. Habt ihr Fragen? Mach doch mal eine Colon-Definition. Eine Colon-Definition möchtest du haben?
Ups. Ui. Schleife. Geht auch. Noch Fragen? Ja, der Gerald hat eine Hand gehoben. Ach Mist, ich achte nie auf die Hände. Entschuldigung, Gerald. Kein Problem. Schaut sehr spannend aus. Ich habe auch den Einser schon in der Hand gehabt. Und ich wollte noch gleich fragen, da gibt es ja dieses Force von diesem Clive, oder wie der geheißen hat, wo du dann auch über VGA einen großen Bildschirm anstecken konntest und mit dem Keyboard arbeiten kannst. Jetzt geht mir aber bei dir der HDMI-Port ab auf dem Brettchen, oder sieht man den einfach nicht? Er ist nicht drauf auf dem Brettchen. Ich kann ja nochmal... Aber würde dann das Force quasi auch die Ausgabe dorthin geben können, so wie es beim 1er-Propeller funktioniert hat? Also das HDMI wird auf dem Chip signalmäßig komplett erzeugt, aber nicht levelmäßig. Das heißt also, man braucht noch, ich weiß nicht, ob man die Level-Shifter nennt oder Differentialverstärker, keine Ahnung. Und es gibt ja 8 Steckerleisten rund um das Board verstreut, wenn du dich noch erinnerst. Und da gibt es halt von Parallax auch ein Erweiterungsset. Da ist so ein HDMI-Platinchen mit dabei. Da ist auch gleich die HDMI-Buchse drauf. Und die steckst du einfach da drauf auf die Platine und dann schließt du deinen Monitor an und dann sollte es klappen. Oh, klingt spannend. Dankeschön. Jupp. Das Spannende ist, glaube ich, auch, dass das Tacos aktiv ist, noch bevor irgendwie der Rest irgendwie läuft. Das heißt also, man kriegt auf alle Fälle immer diesen Prompt über die serielle Schnittstelle hin. Selbst wenn das der Rest des Programms, was dann da irgendwie geladen wird oder so, nicht funktioniert, dann kannst du immer in das Force-System reingehen beim Booten und inspizieren. Also das ist wohl ziemlich gut. Und das heißt, wenn der Videotreiber nicht funktionieren sollte, dann willst du natürlich trotzdem debuggen können. Aber ja, genau. Ja, das Tacos, das hat ja diese SD-Karten-Routinen und ich denke auch, ich habe mich da noch nicht genau drum gekümmert, aber ich denke, weil der Propeller 2 ja von SD-Karte booten kann, dass das Tacos dafür verantwortlich ist. Dass das also angeworfen wird und dann den Bootvorgang einleitet, indem es die, die FAT liest von der SD-Karte. Ne? Aber leider werden die meisten Programm oder Entwickler mit dem Force nicht viel zu tun haben, weil sie werden andere Entwicklungsumgebungen benutzen. Also es gibt inzwischen, also der endgültige Chip ist noch nicht erhältlich. Also es gibt eine neue Revision, die Revision C, und die sollte im April oder im Mai geliefert werden, aber wir kennen ja die Gründe, warum sich das verzögern wird. Und man weiß nicht genau, wann die Chips bei Parallax eintreffen werden. Also da kann es noch einige Verzögerungen geben. Und die Revision B, die ich habe, die hat noch einen kleinen oder einen Fehler oder eine Unzulänglichkeit. Es gibt Übersprechen zwischen 2 benachbarten Analog-Digital-Kanälen, die natürlich dann zu Fehlern in der Leseverarbeitung führen. Und da hat sich der Chip Gracie sehr drüber geärgert, weil der Fehler ist ihm durchgerutscht und er wäre innerhalb von 10 Sekunden behoben gewesen, wenn er ihn gesehen hätte. Und da ist jetzt nochmal ein komplettes Tape-Out nötig gewesen. Er kann ja einen Differenzmode fahren mit 2 Pins. Ja, also wenn du auf die Hälfte der Analog-Digital-Wandler verzichten kannst, also wenn du nur 32 brauchst, synchron, dann kannst du dich da drumherum schiffen um das Problem, logisch. Aber wir wissen ja alle, man braucht 64 Analog-Digital-Wandler, unter dem geht es nicht. Ne? Eine Frage aus dem Chat. Hat das Propeller 2 Force dann 8 verschiedene Stacks oder 8 Stacks?
pro Kern ein eigenes Deck? Und ja, wenn ja, wie spricht man die an? Man kann im Tacos Kerne an- und abschalten. Und der Propeller hat 8 Kerne. Und da können halt 8 Force-Instanzen drauflaufen auf den 8 Kernen. Und somit hat man dann natürlich auch ja, eigentlich dann 16 Stacks. Ja. Der Martin hat eine Frage. Ja, und zwar hast du uns gerade das mit dem Mute gezeigt und mit dem Blinken. Wie genau funktioniert das? Also wenn ich jetzt 56 Blink sage und dann sage ich noch 26 Blink und gebe dann ein 10 Hertz, womit lege ich fest, auf welchen Pin sich die 10 Hertz und das Mute beziehen? Ja, also zunächst muss man mal wissen, dass dieses 56 Blink den Prozessor überhaupt nicht belastet, weil das macht der Smart Pin alleine. Dieser numerisch kontrollierte Oszillator schwingt dann mit der Frequenz, die dort eingestellt ist. Ne? Das heißt also, hinter diesem Blink, da verbirgt sich eigentlich ein 56 Pin, also der Pin-Befehl. Das heißt, er schaltet die Aufmerksamkeit praktisch auf den Pin 56 und dann wird mit 2 Hertz, also ist praktisch, Blink ist praktisch Pin und Hertz, irgendwie sowas. Also nicht ganz genau. Also ich habe mir das noch nicht im Detail angeguckt, aber so ähnlich funktioniert es dann halt. Das war nicht die Frage. Die Frage war, dieses 10 Hertz steuert ja jetzt den Pin 56. Ja. Wenn danach auch ein 26 Blink starte und geht wieder 10 Hertz ein. Welcher Pin wird dann gesteuert? Immer der letzte? Pin 26. Oder kann ich auch ja eine Adresse mitgeben und sagen, 10 Hertz, bitte Pin 26? Du musst erst auf den Pin umschalten und dann kannst du die Hertz verwenden. Es gibt das Konzept des aktuellen Pins und der wird mit Pin gesetzt und alle anderen Worte, die laufen mit dem aktuellen Pin. Jo, gut, danke. Und das heißt, du kannst auch eben, du könntest irgendwie sagen 56 Pin 10 Hertz und 26 Pin 8 Hertz. Also die Syntax ist eigentlich dann ganz schick. Ja, da hat er sich richtig reingekniet. So scheint es. Ne? Weil es ist natürlich eine große Ehre auch für den Peter Jackecki, dass die Firma Parallax gesagt hat, okay, deine Lösung, die du uns hier angeboten hast, die ist so überzeugend, da können wir nicht anders, wir müssen deinen Code in unser ROM übernehmen. Ja, das ist schon eine tolle Sache. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat. Wie verteilt man Programme auf die verschiedenen Kerne? Wahrscheinlich auch Force-Programme sind damit gemeint. Ja, da kann ich keine genaue Auskunft geben. Ich habe da auch nur kurz reingeschnuppert. Man muss die Kerne anschalten und dann kann man den irgendwie ein Execution-Token übergeben. Also es kann falsch sein, ich weiß es nicht ganz genau, aber es gibt da einen Mechanismus, wie die Kerne halt eingeschaltet werden und das Force darin startet und Programme darin ausgeführt werden. Ja, noch eine Folgefrage. Können die Force-Programme dann parallel laufen und können sie miteinander kommunizieren? Ja, selbstverständlich. Das ist ein 8-Kerner, die sind unabhängig. Die haben also lokalen Speicher und haben halt diese 512 Kilobyte gemeinsamen Speicher, den sie sich teilen. Und zwar nicht mehr in so einer einfachen Round-Robin-Geschichte wie beim Propeller 1, sondern der Chip Gracie hat da ein ziemlich pfiffiges Ding eingebaut, was er Eggbeater nennt, also Schaumschläger. Und da werden die Ressourcen halt nicht komplett umgeschaltet, sondern immer in so Chunks von, aber fragt mich da keine Details, also da habe ich mich auch nicht reingefuchst. Und der Erich hatte noch eine Frage. Ja, ich habe anno, glaube 2011 oder so über den Parallax Chip 1 vorgetragen auf der Jahrestagung. Und damals war es so, dass die
Werkzeugsituation. Also der Parallax 1 hat ja dieses eingebaute Forf nicht. Die Werkzeugsituation, den Chip zu programmieren oder ein Spin-Programm zu kompilieren, die war super proprietär und deswegen habe ich den Chip dann auch nicht weiter beachtet. Hat sich das inzwischen geändert? Ja, muss man ganz klar sagen. Bei dem Propeller 1, da gab es zwar auch Open-Source-Geschichten, aber die Standard-Variante war immer noch ein komplett in Assembler geschriebenes, eine IDE, die komplett in Assembler geschrieben wurde. Also wie man das hinkriegt als Mensch, weiß ich nicht. Hat Chip Gracie natürlich auch selbst geschrieben, das Ding. Das hat er auch wieder beim Propeller 2 gemacht. Peanut nennt er das. Es ist auch wieder in Assembler geschrieben. Aber er ist ein bisschen spät dran gewesen dieses Mal, weil er musste sich um seinen Chip kümmern, weil das ist ein richtiges Monster im Vergleich zu dem Propeller 1. Und da hat die Community, die sehr aktiv ist, haben einfach angefangen, Entwicklungsumgebungen zu bauen. Und es gibt alles Mögliche schon, also MicroPython, Basic, C natürlich und C++, glaube ich, auch. Und ja. Also meine Frage bezieht sich nicht auf die IDE, sondern ob die Low-Level-Sachen, Compiler, die einen ausführbaren Code generieren, ob die frei verfügbar sind. Und ob ich das auch auf einem Arm zum Laufen kriege oder sonst irgendwas. Weil wenn ich das nicht kriege, dann kann es irgendwie auch nicht Open Source sein. Also das war das Problem mit BST und seinen Programmchen. Ja, BST ist ja irgendwann auch, der Entwickler hat sich ja irgendwann zurückgezogen und dann war das nicht mehr supported, das Teil. Ne? Eben. Genau, aber es gibt ja die Propeller-IDE, die auf GitHub ist und die hat, glaube ich, auch einen eigenen Compiler. Da kann man irgendwie wählen, ob man den Standard-Parallax-Compiler nimmt oder den in der Propeller-IDE verfügbaren. Ja, und du kannst doch schauen, ich habe einen Vortrag 2010 zu dem Thema gehalten, zum Propeller. Ich habe damals den Assembler, den GeForce, programmiert dafür. Und da gab es dann auch schon Möglichkeiten mit Python-Programmen selber. Also ich hab bei dem Propeller eigentlich nie die IDE oder die proprietären Sachen verwendet, sondern immer die Open-Source-Sachen dazu. Okay, ja. Danke. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, die Word-Liste, die wir hier gesehen haben, die im ROM eingebaut ist, die ist nicht komplett. Das heißt also, man kann noch ein viel umfangreicheres Tacos nachladen, wo dann noch mehr Befehle unterstützt werden. Also wenn man jetzt richtig in Force loslegen möchte, dann auch. Noch ein Hinweis zu den Analogeingängen, dass die sich gegenseitig beeinflussen, ist gar nicht so unüblich. Das haben wir beim STM8 auch. Der gegenseitige Einfluss ist zwar nicht sehr groß, aber wenn man genau präzise messen will, dann muss man schon zweimal wandeln. Und wenn ein Kanal übersteuert ist, dann ist normalerweise der Ofen aus. Also der nächste Kanal, der danach angesprochen wird, ist dann komplett erstmal gestört. Und man muss da auch mindestens zwei Wandlungen machen, bis sich das wieder fängt. Also so ungewöhnlich ist das nicht. Wenn bei AD-Wandlern was schief geht, dann muss man auch immer mal in der Richtung forschen, ob das vielleicht ein Übersprechen ist. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe im Chat, gibt es noch eine Frage. Ja. Und zwar gibt es einen Emulator. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Gibt es einen Emulator? Weil ich war jetzt total entsetzt, dass es einen Emulator geben soll dafür. Wie möchte man die Smart Pins emulieren? Wäre da meine Gegenfrage. Also implizit sagst du jetzt, nein, es gibt keinen. Also ich kenne keinen und ich kann es mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass sowas möglich wäre. Also vielleicht die Kerne, dass die Programme kernmäßig abgearbeitet werden. Aber was hat man davon? Der Chip lebt ja davon, dass er irgendwie irgendwo reingebaut wird und irgendwas steuert. Ja. FPGA-Varianten davon gibt es dann? Oder? Ja, also die Entwicklung lief auf FPGA, weil logischerweise die Chips natürlich noch nicht fertig waren und sich auch dauernd Änderungen ergaben. Und die es gab verschiedene Größen von FPGAs. Das heißt also, Leute, die sich kein so teures FPGA-Board kaufen wollten,
die mussten dann mit, ich glaube, 2 Kernen vorlieb nehmen. Und nur die, die richtig Geld rausgehauen haben, die haben dann, ich glaube, er hat sogar bis 8 Kerne, ja, gab es, glaube ich, Images für. Genau. Also das Tolle an dem Propeller 1 ist ja auch, dass der Chip irgendwann auch Open Source geworden ist, der Verilog. Ja, stimmt, genau. Und der wurde dann auch sofort erweitert, weil Chip Gracie hatte damals schon vorgesehen, dass es auch mal Chips, also den Propeller 1 auch mal mit 64 I/O-Pins geben sollte, was aber nie in die Wirklichkeit umgesetzt wurde. Aber als dann halt das Verilog-File rauskam, haben die ersten sofort gesagt, okay, jetzt machen wir da mal 64 Pins ran. Und der Assembler ist dafür schon vorbereitet. Die Register sind schon da, sie waren nur nicht bestückt. Ja, super Sache. Eine neue Force-Maschine.